Willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Immer wieder passiert es, dass der Stromverbrauch von einem auf das andere Jahr stark steigt. Diesbezüglich haben wir eine Familie in der Feistenau besucht. Weil das Haus der Familie Fühle-Reiter von drei Seiten vom Wasser umgeben ist und der Weg von der örtlichen Wasserleitung zu weit gewesen wäre, hat man sich für den Brunnen mit Förderpumpe entschieden. Haben dann auch einen Experten geholt und so weiter, und das ist gar nicht einmal so tief, ich glaube, es sind 7 oder 9 Meter. Und holen uns quasi da das Grundwasser als Trinkwasser- und Nutzwasserversorgung. Und sind damit eigentlich autonom, aber an die Salzburger AG mit dem Strom angeschlossen. Weil wir brauchen ja Förderpumpe. Und genau diese Förderpumpe hat zu Problemen geführt. Der hohe Verbrauch ist dann urplötzlich da, meist im Zuge der Abrechnung. Und dann gilt es halt zu klären, was ist die auslösende Größe. Und in dem Haus war es so, dass eine Wasserpumpe, die eigentlich nur dazu da ist, in kurzer Zeit einen Wasserdruck aufzubauen und Wasser zu fördern, nicht kurzzeitig gelaufen ist, sondern dauernd, ständig. Wir haben zwar immer wieder Geräusche gehört von irgendwelchen Geräten, die plötzlich außerdurch der Normalzeit angeschlagen haben, haben aber jetzt auch nicht so nachgeschaut. Und dann habe ich eben erfahren, dass es bei der Salzburger AG Energieberater gibt. Dann habe ich auch ziemlich rasch einen Termin gekriegt und der war ziemlich kompetent und hat eigentlich unsere Geräte ziemlich schnell einengen können, woher dieser Mehrverbrauch vielleicht kommen könnte. Wenn man die Ursache gefunden hat, dann ist es meist eine Frage der Technik. Hier war es sehr einfach, den Druck zu vermindern, den diese Pumpe ansteuert, und schon war die Pumpe wieder im Normalbetrieb und auch das reicht völlig aus. Also hier war das Schöne, es ist nicht eine neue Pumpe notwendig, sondern nur eine Veränderung der Betriebsweise. Und die Familie hat wieder den normalen, den reduzierten Stromverbrauch. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, warum der Stromverbrauch eines Haushaltes unerklärlicherweise steigen kann. Für Mehrverbrauch in einem Haushalt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man die Nutzung ändert, also dass mehr Leute darin wohnen oder dass man einfach mehr Zeit darin verbringt. Eine zweite Möglichkeit für Mehrverbrauch ist, dass man mehr Geräte einbaut und die verwendet, also zusätzliche Geräte, es könnte sein ein Aquarium, kann auch sein ein weiterer großer Fernseher. Und eine dritte Gruppe, das war in diesem Fall zutreffend, ist, dass ein bestehendes Gerät plötzlich viel länger und viel mehr läuft und dadurch einen hohen Verbrauch verursacht. Wenn Sie ebenfalls Fragen zu unerklärlichen Energieverbräuchen haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf www.salzburg-ag.at. Heizen und trotzdem ausreichend lüften ist im Winter immer ein Thema. Die Energieberatung der Salzburger AG hat wertvolle Tipps, wie man diesen Spagat gut hinbekommt. Besonders wenn es draußen kalt ist, will man es drinnen schön warm haben, aber auch nicht unbedingt gleich das Geld beim Fenster rausheizen. Dazu ist es wichtig, dass das Zusammenspiel von Außen- und Innentemperatur gut aufeinander abgestimmt ist. Beginnen wir also beim Heizungsregler im Wohnzimmer. Grundsätzlich sind diese Regler voreingestellt vom Installateur. Trotzdem sollten sie nachjustiert werden können. Und der Installateur ist froh um die Informationen, dass es zum Beispiel in der Übergangszeit, also sprich bei plus 10 Grad zum Beispiel zu warm ist oder dass es bei minus 15 Grad zu kalt ist. Das wären diese Punkte, weil dann kann er die Heizkurve hier anpassen und eine ideale Heizkurve erstellen. Vor Beginn der Heizsaison bzw. auch während wäre ein Check durch den Installateur also sinnvoll. Dass die Wasserzirkulation im Heizkörper auch richtig funktioniert, sollte man diesen unbedingt entlüften und von Staub und Ablagerungen befreien. Heizkörper sollten auch nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt sein. Bei längeren Abwesenheiten sollen 12 Grad wegen des Frostschutzes nicht unterschritten werden. Grundsätzlich liegt die Temperatur, nämlich die empfohlene Raumtemperatur für Schlafräume, bei 17 Grad, in Wohnräumen bei 20 Grad. Zu bedenken ist allerdings auch, dass jedes weitere Plusgrad 6% mehr Energieverbrauch bedeutet. Grundsätzlich wird empfohlen, regelmäßig auch zu lüften, aber auch hier kann man so einiges falsch machen. Man unterschätzt es vielleicht etwas, weil das Lüften doch zwischen 10% und 20% der gesamten Gebäudeverluste ausmachen. Und ob jetzt 10% oder 20% macht, das ist natürlich eine Verdoppelung. Das heißt, es kommt darauf an, wie ich richtig lüfte. Ich soll nicht zu viel lüften, aber nicht zu wenig lüften. Und es ist eine kritische Zeit in der Übergangszeit, wo es draußen noch warm genug ist
wo man die Fenster gekippt hat und unter Umständen der Thermostatventil vom Heizkörper schon reagiert, der Heizkörper warm ist, das heißt die Heizung läuft und das Fenster offen ist. Das ist eine ganz schlechte Zeit. Im Hochwinter merkt man es mehr. Wenn es kalt wird, macht man automatisch zu. Trotzdem sollte man im Hochwinter das Dauerkippen vermeiden, auch in den weniger benutzten Räumen, weil sonst die Bausubstanz darunter leiden könnte. Es kühlen dann die Fensterecken aus. Dort kommt es zu einem Beschlag drinnen und kann bis zu Schimmelpilz alles vorkommen. Um diesen Raum gezielt zu lüften, brauche ich bei einem gekippten Fenster ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, damit die Luft gänzlich ausgetauscht ist. Besser geht es, wenn die Tür ganz geöffnet ist oder das Fenster ganz geöffnet ist. Dann schaffe ich das in 4 bis 10 Minuten. Und noch besser ist es, eine Querlüftung zu machen. Das heißt, ich mache hinten und vorne auf und das Ganze ist in 2 bis 4 Minuten erledigt. Das ist die wirtschaftlichste Art und Weise, wie man im Winter lüften kann. Beim Lüften die Heizkörper abdrehen, um auch hier Energie zu sparen. Bei Fußbodenheizungen ist dies allerdings nicht unbedingt notwendig. Schon einfache Tipps helfen uns beim Energiesparen. Wir wissen, dass 1 Grad Raumtemperatur ungefähr 6% Energie spart. Wir können aber auch unsere Häuser gut bauen oder gut sanieren und somit die Heizperiode verkürzen. In diesem Haus konkret ist die Heizperiode um ca. 6 Wochen verkürzt. Und das ist für uns eigentlich ein wertvoller Beitrag in Richtung Erfüllung unserer Klimaziele. Alle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website, genauso wie die Kontaktdaten der Energieberatung der Salzburg AG. Mit der Energieberatung der Salzburg AG in Verbindung zu treten, wird jetzt übrigens noch einfacher. Für echte World Changer bleibt weiterhin Telefon, E-Mail und der persönliche Kontakt. Aber jetzt gibt es auch neue digitale Wege. Was tun, wenn Sie schnell eine Frage rund ums Energiesparen haben? Wissen wollen, welche ökologischen Baustoffe Sie verwenden sollen oder wie Sie klimafreundlich Richtung Zukunft marschieren sollen? Um Fragen zu beantworten, die keine Vor-Ort-Beratung der Salzburg benötigen, gibt es jetzt als zusätzlichen Service den Lea Live-Chat. Aber auch Alexa gibt ab jetzt nützliche Tipps aus der Welt der Energieberatung. Letztes Jahr im Rahmen des Innovationsprogrammes haben wir uns mit dem Thema befasst, welche digitalen Kundenservices können wir in der Salzburg AG bieten. Als eine erste Möglichkeit haben wir die Lea entwickelt. Die Lea ist ein Chatbot auf der Website und ist seit April live. Als weitere Entwicklung im Rahmen der digitalen Kundenkommunikation haben wir jetzt einen Live-Chat mit der Energieberatung gestartet und einen Alexa-Skill entwickelt. Wie der Live-Chat funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich an. Wie kann ich eigentlich beim Kühlschrank Strom sparen? Das fragen wir jetzt mal unsere Energieberater im Live-Chat. Sobald wir eine Anfrage über Lea Live-Chat erhalten, beantworten wir diese umgehend. Wir können vieles beantworten auf diesem Wege. Manches allerdings ist zu umfangreich oder zu detailliert. Hier bieten wir unseren Kunden an, einen Vortermin mit einem Energieberater zu vereinbaren und dann werden wirklich alle Fragen beantwortet. Variante 2, der Alexa-Skill der Energieberatung. Was ist ein Alexa-Skill? Das ist eine Zusatzfunktion für die Alexa zu Hause, ähnlich wie eine App fürs Handy. Heruntergeladen wird sie einfach in der Alexa-App unter Skills. Und jetzt probieren wir gleich mal, wie es funktioniert. Alexa, starte Lea Energieberatung. Hey, schön dich zu hören. Willst du eine Energieberatung oder? Alexa kann vieles in der Energieberatung. Sie kann wirklich häufig vorkommende Fragestellungen abschließend beantworten. Alexa kann allerdings auch Energiespartipps geben, mit denen man viel Energie und natürlich auch viel Geld sparen kann. Außerdem bietet Alexa einen Tipp des Monats, also es zahlt sich aus, immer wieder mal reinzuhören, was Alexa zu sagen hat. Wenn es Alexa mal nicht weiß, dann gibt es immer noch die Energieberater und Energieberaterinnen der Salzburg AG in Fleisch und Blut. Die vereinbaren einen Termin vor Ort. Und hier werden die doch verbleibenden Fragen gerne beantwortet. Egal also, ob Alexa, Lea oder das Team rund um Hermann Christner, von allen bekommen echte World Changer nützliche Tipps fürs Energiesparen. Alle Infos zur Energieberatung gibt es natürlich auch im Internet. Dort finden Sie übrigens auch alle Kontaktinformationen. Das war das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Energiespartipps und Informationen finden Sie unter salzburg-ag.at.